Ey Leute, was geht? Ja genau. Ich muss. Okay. Nochmal kurz Info. So, ich muss leider nachsynchronisieren, da das Spiel komplett abgekackt ist. Das Spiel hat mein Mikrofon abgeschaltet. Es hat auch total geleckt und es gab Grafikbugs, deswegen muss ich es nachsynchronisieren. Nachkommentieren, wenn ihr so wollt. Ja. Also, es ist schon komisch, was da gerade passiert ist bei diesem Teil. Es hat Grafikbugs gegeben, es hat geleckt, aus welchem Grund auch immer. Das Mikrofon ist abgestellt worden, da haben wir schon den ersten Bug. Da ich mich schon gewundert, was geht da ab. Aber na gut. Ich habe nach dem Teil, glaube ich, sogar mein Spiel neu gestartet. Aber es ging halt. Es dann wieder. Ich glaube, am nächsten Teil wird alles wieder besser. Wenn ich dann übernächsten. Ich weiß nicht, wieso das so geleckt hat. Aber na gut. Ja. Okay. Gehen wir hier mal weiter. Wie ein Toter. So. Es ist ziemlich windig hier. Oha. Da habe ich denen seine Beute geklaut. Boah, es lackt so extrem. Ich weiß nicht, was da los war. Echt nicht. Weiß ich bis heute nicht. Aber, naja, immerhin haben wir es. Irgendwann haben wir es geschafft, Freunde. Bam. Headshot. Ja, der war eigentlich unnötig. Egal. Es ist hier egal. Oh, schöne Dusche. Die Luft wird knapp. Ja. War ja klar. Boah, frisst der. Hätte ich doch lieber gleich die Schrotflinte genommen. Alter. Ja, gute Wahl. Der Vergangenheitsmanu hat es nicht wirklich so gut gemacht, Freunde. Nein, der hat es extrem schlecht gemacht. Naja, kann man nichts machen. Au, au, au. Es tut immer noch in die Ohren weh. Er sterbt doch fast gleich. Weg. Boah, wie weg. Na, komm her. Das Teil hat mich so aufgeregt. Ja, das sollte man vielleicht nicht reingehen. Oh, da ist eine Leiter. Alter! Alter! Was?
Ja, er sterbt gleich. Viel zu viele, Alter. Viel zu viele. Ja, Schrotflinten sind sehr effektiv. Ach, wirklich? Nein. Nein. Alter, jetzt kommen alle auf einmal. Was mache ich? Das war wohl die falsche Taste. Aber na gut. Ja, Wichs, der ist weg. Puh. Boah. Boah. Also, das ist nicht normal, was hier abgeht, Freunde. Es tut mir wirklich herzlich leid, wegen die Lags. Aber ich kann ja auch nichts dafür. Alter. Ich krieg gleich einen Anfall. Ja, hätte ich gleich benutzen sollen. Na gut, weiter geht's. Ich habe da einfach mal Pause gedrückt. Na, ich wollte, glaube ich, gerade schauen, warum es so laggt. Aber ja, ich habe nichts darauf gefunden, was es sein könnte. Weil CPU-Auslastung war nicht da. Grafikkarte auch nicht. RAM auch nicht. Das ist echt unspielbar. Das Anschauen macht dir schon scheiße. Das ist schon wirklich scheiße zum anzuschauen. Aber. Au. Ah, ah. Ja, ist gut. So ist es gut. Die Geflügelten sind sehr schnell, aber ich arbeite. Ja, gut. Ja, eine neue Maske. Oh, die ist nagelneu. Nagelneu, Freunde. Wirklich schon eine Qual, ich habe den ganzen Tag. Ich sehe eine Tür. Jemand ruft dort nach dir. Warum? Es ist wirklich eine Qual, den ganzen Teil nachzukommentieren. Das ist wirklich, naja. Wir kommen zur Police. Gemeinsam. Komme, was wolle. Der Kleine wollte nicht weg. Irgendetwas hält ihn. Ich verstehe noch nicht, was. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass er hier ist. Denn er ist hilfreich. Na gut, Straße für zwei. Ja. Ich frage mich, ob das jetzt schon besser ist mit den Lags. Aber das Mikrofon ist, glaube ich, dennoch ausgeschaltet. Das müsste im ganzen Teil nicht gehen. Ich hoffe, es ist keine Überraschung. Nicht, dass es mal dann zwei Stimmen geben wird. So. Wow. Schönes Wetter. Und weg ist er. Und weg ist er. Der kleine Kerl. Schönes Wetter. In der Tat. Und es laggt einfach. Komm zu sehen von hier.
Da kommt wahrscheinlich nicht rein. Nein. Da ist ein Licht an. Ich habe Angst, angegriffen zu werden. Aber nicht böse. So. Ja. Dankeschön. Ich habe noch Hunger. Lad die Taschenlampen auf. Wer bist du? Wo ist deine Identifikation? Ich meine es ernst. Hier. Scheiße, alles in Ordnung, Leute. Entspannt euch. Er ist ein Police Ranger. Na dann beeil dich. Die sind total nervös. Wollten uns nicht einmal durchlassen. So, was hat der Laden zu bieten? Komm her, lass uns etwas Munition eintauschen. Guck dir nicht die Waffen selbst an. Guck dir lieber an, wie Ziele damit durch Löcher drehen. Kauf alles, was du willst. Die Munition hat beste Qualität. Ich würde selbst damit schießen. Und ich muss ja auch mein Geld verdienen. Die Mündungsdämpfer, Mündungsfeuerdämpfer, könnte man eigentlich gebrauchen. Vierfach Zoom. Ja, das lassen wir mal drauf. Da haben wir schon alles. Solltest du etwas brauchen, dann komm, solange wir noch hier sind. Komm, Ranger. Du musst wissen, dass ich nicht alle Waren auspacke. Nur die besten. Boah, das ist die stärkste Waffe. Waffe steht dir sehr gut. Von der Metro. Das beste Scharfschützengewehr eigentlich. Ich würde es mir kaufen, aber wir haben kein Geld mehr. Aber ich glaube, wir finden das noch im Laufe des Spiels. Es ist schon richtig geil. Die Brit. Lol. Schau dir den Zustand dieser Schönheit an. Nicht ein Kratzer. Sprich mit mir, wenn du etwas brauchst. Nee, danke. Wir haben alles. Ja. Leute voraus. Erwarten uns. Wollen uns töten. Sie nehmen Rekord und Trupp und überprüfen alle ein. Okay, es geht wieder los, Freunde. Es geht richtig los. Dafür bezahlst du, du Schwein. Lade nach. Nein. Ich hab kein Geld. Ja, klar, was ich nicht getroffen habe. Das war ein schöner Headshot. Boah, gerade so noch. Na, da war noch einer. Oder auch nicht. Nehmen wir mal die neue Maske. Da habe ich wohl Zoom vergessen mitzunehmen. Oh Gott, die Lags. Diese Lags, Freunde. Boah, mein. Ja. Oh. Ja, Freunde, ich würde den Teil neu aufnehmen, aber ich glaube, es hat einfach nicht viel Sinn. Na. Ja, da habe ich ein bisschen Munition vergessen hinten, aber. Das ausgerechnet nur bei einem Teil, wo ich aufnehme, so krass leckt. Das ist wirklich bemerkenswert, beziehungsweise verwunderlich.
heißt bei der Tür aufmachen. Scheußlich, wirklich scheußlich. Ich hab gesehen, du hast die. Gut, jetzt weiß ich wofür. Ich bringe mehr. Hier, ich helfe. Nicht immer genug Kraft alleine. Da ist ein Buch drin. Kulagin, nehmen Sie Minkin und folgen Sie dem Weg. Wir holen vielleicht... Achtung! Okay. Da kommen die Nächsten dran. Ja. Mein letzter Schuss. Und sie hat gesessen. Da schnell rein. Ja, es wäre ein schlechter Platz gewesen. Kein schlechter Platz. Aber nur gut, wir haben es auch so geschafft. Nee, 8 Patronen. Nimm ich gerne mit. Ich weiß nicht, warum ich da pausiert habe. Ich weiß es nicht mehr. Boah, ist das warm hier drin, Freunde. Jo, geil, was macht der da drin? Bin schon so müde. Naja, kann man nichts machen. Kann man nichts machen, Freunde. Ich hab was vergessen. Na gut, ich hab's doch mitgenommen. Was zum Teufel machen Sie da draußen im Freien? Schaffen Sie sofort Ihren Arsch da weg. Jawohl! Muss ich die Damen an die Hand nehmen? Noch mehr Leute. Wissen von uns. Sehr rot. Sehr begierig zu töten. Ranger mit einem Tierwagen. Dann töten wir den Ranger und fangen das Tier. Was haben wir denn da? Wo ist Ihre Tarnung? Ja, super. 8 Patronen. Wenn er sie sieht, dass das Tier sich auf den Rücken legt, damit sie den Bauch... Ja. Nein, wenn Sie nochmal versagen, dann putzen Sie... Doch, ich umarme euch schon. Das mag ich doch. Oh mein Gott. Verdammt! Ja. Nächsten Gegner. Vielleicht sogar die letzten. Du Schwein! Lass uns unseren Genossen das Kirchenfeuer eröffnen! Boah! Was hat er der? Für das Sturmgewehr haben wir immer genug Munition. Das ist wirklich unglaublich. Boah. Da ist noch ein bisschen Licht. Das war das Falsche. Puh. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft.
Nun gut. Sie schon gehört. Schwarz und rot. Sie haben Angst und wollen mich immer noch töten. Nun gut, wir haben es gleich geschafft. Was macht Nedo? Wenn ich einmal die falsche Granate habe. Ich habe auch kein Glück heute. Ich bin getroffen. Boah. Aua, aua. Leck mich doch mal. Ah. Naja. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Boah. So, jetzt gehen wir es mit vorne. Noch zwei Schuss. Na komm, schieße. Du bezahlen, du Schwein. War ja klar. Wir schießen die letzte Kugel daneben. Das war so klar. Ja. Jetzt bin ich ganz nah bei euch. Man muss schon sagen, wenn man nachsynchronisiert ist, schon ein bisschen langweilig, weil man kennt ja schon alles, was man gespielt hat. Das ist dann halt nicht mehr so. Aber ist halt schon ein bisschen chilliger. Da hast du keinen Stress, was du sagen musst und so. Ja, ihr wisst ja, wie es läuft. Du kennst ihn. Ja. Und er kennt dich. Na, kennen wir uns nicht. Ich fällt mir deinen Namen nicht mal ein. Ja. Zim mit seiner Rolle. Das ist der Virus. Alles klar hier? Natürlich. In D6 passiert nie etwas. Stellt sich die Frage, warum wir überhaupt Wache schieben müssen. Sieht nach etwas Wichtigem aus. Perfekt, Lesnitsky. Jetzt sind Sie dran, Genosse Morosow. Wir müssen einen Feldtest mit dem Virus machen, das wir unter so großem Risiko erhalten haben. Ich glaube, Sie haben ein paar geeignete Begleiter für die Aufgabe. Ja, Czeslaw Andrejewitsch aus Venedig. Seine Banditen halten mich für einen von Ihnen. Und wenn wir sie bezahlen? Ersparen Sie mir die Details. Ich brauche nur Ergebnisse. Ist Ihre Aufgabe klar, Genosse Lesnitsky? Ja, Genosse General. Okay. Du hast einen deiner eigenen Leute getötet. Du hast einen Ranger getötet. Hast du gedacht, dass wir dich einfach gehen lassen? Das sehen wir noch. Ich habe einen Trumpf in der Hand. Dich. Dann fangen Sie an. Und Sie müssen sich um den roten Platz kümmern, Pavel. Das ist der kritischste Teil, den ich sonst niemandem anvertrauen kann. Enttäuschen Sie mich nicht. Werde ich nicht, Genosse General. Interessant. Aber ich bin zu erschöpft. Muss anhalten. Na gut, dann lass uns wieder raus. Nun gut.
So, der Part ist gleich vorbei. Und ein schönes Metrobuch. Dann. Ja, dann seid ihr im nächsten Teil wieder alles gewöhnt. Es läuft alles so, wie es war. Wer den Wind sät, wird den Sturm ernten. Der Schwarze hat mir Lesnitzkis Gedanken offengelegt. Ich weiß alles, was er macht. Der Krieg tobt bereits in ihnen. Die Saat, die Korbut gestreut hat, trägt reichlich Früchte. Eine Friedenskonferenz wird in der Polis abgehalten. Lachhaft. Der Krieg hat bereits begonnen. Alles klar. Und er wird nicht enden, solange in der Metro noch jemand lebt. Alle Versuche, ihn zu beenden, gleichen dem Versuch, einen Sturm mit bloßen Händen aufzuhalten. Alles klar, Freunde. Also, um die Lügner anzuprangern. Ich muss mich dem Sturm stellen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da ist wieder der Vergangenheitsmanu da und kommentiert für euch. Das war's aus der Zukunft und viel Spaß in der nächsten Folge. Haut da rein!